Und damit willkommen zurück zu Darkseid Detective, Fall 3, Folge 2 davon. Wir sind in dem Schloss der Dulis angekommen und sollten einer Zeremonie beiwohnen. In der Zeremonie ist es leider dunkel geworden. Nun, jetzt nehmen wir uns dem Ganzen an. Wir können auf jeden Fall mal wieder mit Officer Dulé reden. Dulé, ich brauche ein Stück von deinem Gewand. Ich weiß nicht, wie viel ich entbehren kann. Hier hast du ein kleines Stück. Das war sehr kurz gewesen. Ein Stück Gewand. Ich weiß noch nicht warum, aber wir nehmen es mit. Kalksteinfelsen. Diese Felsen sind aus Kalkstein. Ich frage mich, ob... Ja, aus diesem Felsen ragt ein Stück Feuerstein heraus. So, ein Erzdruiden. Was kann ich für euch tun? Was ist los? Warum ist es hier auf einmal so dunkel geworden? Ich weiß es nicht. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ganz und gar nicht. Vielleicht ist dem Sonnenstein etwas zugestoßen? Was ist dieser Sonnenstein? Puh, das ist eine lange Geschichte, aber da ihr es eilig habt, gebe ich euch eine Zusammenfassung. Danke. Die Sonnengöttin Aine wurde in ein Kranich verwandelt. Natürlich. Wir reden hier über irische Mythologie. Da werden andauernd Leute in Vögel verwandelt. Also spar dir deinen ironischen Unterton. Nun, als ich zum Kranich wurde, legte sie diesen Stein, der die Sonne kontrolliert, und übergab ihn an Dulé Ahaun. Dulé Ahaun. Dulé A was? Das bedeutet erster Dulé. Der Geschichte zufolge schnitzte eine ihn aus einer Kartoffel. Jedenfalls übergab sie ihm den Sonnenstein, damit er auf ewig geschützt sein möge. Und das Feuer auch, bis heute. Wir holen ihn zurück bei der Ehrenlosigkeit der Blutwölfe. Ehrenlosigkeit klingt nicht besonders verlässlich. Blutwölfe sind wie Hypnotiseure. Wenn man an einem Punkt im Leben angelangt ist, an dem man sie um Hilfe bittet, darf man nicht wählerisch sein. Ich würde mir gerne deinen Stock ausleihen. Den alten, ehrwürdigen Chilelag der Dulis? Chilelag? Chilelag, das spricht man Chileli. Oh. Was hast du damit vor? Ich glaube, dein Stock Chileli kann uns helfen, hier rauszukommen. Hier rauszukommen? Wir sind doch draußen. Ich meine aus der Situation, der Finsternis. Ach so, na dann, ja bitte. Oh. Junge Mädchen? Alles in Ordnung, Kleiner. Kleiner? Ich bin kein Kind mehr. Ich habe meine Zeremonie schon hinter mir. Nein, Moment, die Zeremonie wurde ja unterbrochen. Ich werde für immer ein Kind bleiben. Du kannst wirklich gut mit Kindern. Es verschlägt mir jedes Mal die Sprache, wie du mit ihnen umzugehen weißt. Du meinst es doch ernst, oder? So wie immer. Mädchen, was trinkst du da? Kommt drauf an. Bist du ein Polizist? Nicht in diesem Land. Na gut, das ist Poiton. Kann ich das mal haben? Gibst du es mir wieder zurück? Das beantworte ich mal mit einem vorsichtigen Ja. Weiß zwar nicht, was das heißt, aber ich habe Ja gehört und ich bin ein bisschen angeheitert. Also hier bitte. Okay. Die restlichen Kalksteinfelsen lasse ich lieber in Ruhe. Wir können uns nicht bewegen, nehme ich an. Um welchen Unlichtquelle sollten wir lieber nirgendwo hingehen? Genau wegen dieser Denkweise habe ich dich auf dieses Abenteuer mitgenommen. Okay, wir tränken mit dem Alkohol eine aus Kartoffeln gewonnene Spirituose. Okay. Spirituelle Kartoffeln, was? Tränken wir das Stück Gewand. Also gut, wickeln wir das herum und träufeln das darüber. Was für eine Verschwendung. Und schon haben wir eine Fackel. Und mit dem Feuerstein machen wir Feuer. Ich bin zwar auf der grünen Insel, aber nicht grün hinter den Ohren. Mal gucken. Wir machen einen Blutwolf aus dir, Detective. Feuerset. Hä? Kronen? Ach, Kronenkuchen. Ach, ich war die ganze Zeit auf Plastikkuchen und dachte, was machen wir denn mit Plastikkuchen? Aber ja, stimmt. Wenn man ein Feuerset, dann können damit die Fackel entzünden. Dann wollen wir diesem Stock mal Feuer unterm Hintern machen. Der alte Stock, der wichtig auf die Ärzte. Wir haben eine brennende Fackel. So, was sagst du denn dazu? Was kann ich für euch tun? Was deinen Stock angeht. Das ist kein Stock, junger Mann. Das ist ein uralter und überaus bedeutsamer Chilelei, der seit jeher vom Familienoberhaupt getragen wird. Nun ja. Als Zeichen von Weisheit, Pflichtbewusstsein und Rechtschaffenheit wurde er nur an jene weitergereicht, die sich viele Male als würdig erwiesen haben. Also, Legenden zufolge stammt dieser Chilelei aus der Zeit, als die alten Götter an die irischen Küste landeten.
Manche sagen sogar, er sei ein Splitter des Lorgmor von Dagda. Für euch amerikanische Jungspunde, Dagda ist ein mächtiger Gott und der Lorgmor eine magische Kriegswaffe. Also, was ist damit? Oh je, es tut mir wirklich leid, aber ich habe ihn in Brand gesteckt. Ach, schon gut. Ich habe jede Menge davon als Ersatz. Ersatz? Denkst du wirklich, du wärst der Erste, der einen uralten und mächtigen Stab angezündet hat? Jetzt geht und klärt dieses Mysterium auf. Mit dem Sonnenstein gibt es nämlich keinen Ersatz. Tschüss. Slam. Ja, schön, dass es so einfach ging. Dule? Jetzt fühle ich mich noch entblößter. Ja, ist weg. Wir müssen rum. Okay. Oh nein. Nochmal falle ich nicht darauf rein. Auch wenn ich nur ein Kind bin. Können wir jetzt zurückgehen soll? Weil dummerweise bin ich natürlich hier lang gelatscht und habe nicht mit dem Mönch geredet und nicht versucht reinzugehen. Nun gut, aber wir haben jetzt eine Fackel zum Wälschen. Ah. Kommen wir doch wieder hierher an. Das ist der Zeremonienkreis. Bitte mit Messer. Seien Sie vorsichtig mit diesem Messer. Was haben Sie eigentlich damit vor? Das ist Ray Dooley, der druidische Kerl. Die Dunkelheit vertreiben. Ach so, kann ich das Messer haben, damit ich das auch machen kann? Aber sicher doch. Messer. Das war einfacher als erwartet. Ohne meine Stichwaffe fühle ich mich nackt. Ich hätte etwas in Tausch dafür verlangen sollen. Hier ist ein Hund. Was ist los, mein Junge? Ist der Deibel gekommen, um uns heimzusuchen? Au. Zum Eishaus. Okay, wir gehen erstmal zurück. Wir gehen erstmal, machen erstmal wieder die Runde zum... Können wir damit die Äpfel runterholen? Was das bringt, wird das steht auf einem anderen Kleeplatz. Sehr gut. Können wir jetzt... Oh, das Gewächshaus ist offen, oder? Zwergenhand O'Hanoran. Verschwindet, ihr Deibel! Ihr seid hier nicht willkommen. Wir sollten uns nach einem Schlüssel erkundigen. Deibel. Okay, wir gehen zur Eingangstür. Butler? Haben Sie die Herrschaften... haben die Herrschaften einen Wunsch? Die Sonne ist ausgegangen. Das ist sie wohl. Sehr bedauerlich. Es könnte eine lange Nacht werden. Ich habe keinen Imbiss für die Kleinen eingepackt. Hat jemand anders das Haus betreten? Nicht, dass ich wüsste. Die Erzdruidin hält das Haus bis auf Weiteres geschlossen. Wo findet ihr einen Schlüssel für das Gewächshaus? Nun, ich habe einen. Kann ich ihn haben? Ich fürchte, ich brauche ihn noch. Für den Fall, dass die Kinder hungrig werden. Möglicherweise muss ich ihnen von dort einen Imbiss besorgen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, die Herren. Ohne die Erlaubnis der Erzdruidin darf ich niemanden hinein oder herauslassen. Gut, das heißt, wir müssen also die Äpfel runterholen. Achso, jetzt fragen wir nach dem Gepäck und jetzt antwortet er auch anders. Und ich dachte, die Sonne wird am Himmel bleiben. Der heutige Tag steckt wahrlich voller Überraschung. Gut, wir müssen wahrscheinlich die Äpfel im Gegensatz zu dem Austausch für den Schlüssel nutzen. Okay, dann gehen wir mal zum Eishaus. Schild. Sieh dir das an. Bevor es Kühlschränke gab, haben die Menschen in solchen Hügeln Eis aufbewahrt. Falsch. Ohne Kühlschränke hätten sie gar kein Eis herstellen können. Sie haben sich das Eis im Winter von Seen geholt. Willst du mir ernsthaft erzählen, dass Seen Kühlschränke hatten? Das ist doch verrückt. Verrückt genug, um wahr zu sein. Ich glaube dir. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Detective, ich verstehe ja, dass du nicht als Informant genannt werden willst, wenn ich auf dulluminati.com einen Blog-Eintrag darüber schreibe. Gebe ich dir einen coolen Spitznamen. Der Informant oder so. Oder du lässt es einfach sein. Himmel womöglich immer noch stürmisch. Ohne Sonne wird es ziemlich dunkel, was? Haben wir noch einen Brunnen? Eine Badewanne! Wie du meinst. Loses Steinfundament. Das Fundament ist ziemlich locker. Ich glaube, ich kann einen Stein herausnehmen. Wir haben einen Stein gekriegt. Ein Stein aus einem alten Brunnen, ungefähr in der Form eines Ziegelsteins. Okay, Eishaus. Da drin scheint irgendetwas zu sein. Ich komme nicht ran, solange das Tor verschlossen ist. Ich muss irgendwie das Schloss knacken. Was doch vielleicht? Die Klinge ist zu dick, um das Schloss zu knacken. Wenn wir es zerschlagen. Okay. Dann
Können wir das vielleicht abmachen hier? Okay. Dann lasst uns doch mal probieren. Also Stein, Glashaus oder Steinäpfel ist vorbei. Mal sehen, ob ich einen herunterholen kann. Keine Witze bitte. Und wie stehen die Chancen, dass er statt einen Apfel irgendwie das Glashaus beschädigt? Wir haben Äpfel erhalten. Und der Stein ist weg. Okay. Mit diesen Äpfeln, die wir uns nochmal ansehen. Diese Apfelsorte nennt sich Johnny Mac. Ich kenne jemanden, der so heißt. Geben wir dem Butler. Hier bitte. Oh, Sie wünschen, dass ich Ihnen das verzehrfertig zubereite? Das geht leider nicht, solange das Haus nicht geöffnet ist. Nein, das war für die Kinder gedacht. Ich möchte nicht unhöflich sein, mein Herr, aber ich sollte ein Kind es schaffen, einen Apfel im Ganzen herunterzuschlucken. Irische Kinder können ihre Kiefer nicht ausrenken. Nicht seitdem der heilige Patrick den Kindern die Schlangen ausgetrieben hat, also letzten Dienstag. Gern geschehen, aber Patrick alleine reicht voll und ganz. Okay, das soll ich schneiden. Schneiden wir diesen Apfel auf. Jenny, nein. So, Jenny. Ach, wir haben das Messer weggeworfen. Nicht schlecht. So, jetzt haben wir ein paar Apfelscheiben. Hier bitte. Ich verstehe nicht, mein Herr. Der ist bereits verzehrfertig zubereitet. Ja, der ist für Sie. Ein kleiner Imbiss sozusagen. Ich danke Ihnen. Ohne die Erlaubnis der Erzdruidin kann ich es leider nicht ins Haus lassen. Aber ich gebe Ihnen den Schlüssel für das Gewächshaus als kleines Dankeschön. Immerhin haben wir zumindest den Schlüssel dafür. Gewächshaus? Ein Schlüssel für ein Gewächshaus. Und ist dieses Haus vielleicht wirklich... Nee, warte. Ist dieses Haus wirklich einfach aus dem Boden gewachsen? Damit sollten wir reinkommen. Fort mit dir, Satan! Oder ich rücke dir deine Teufelsnase zurecht. Hi. Amerikaner? Also noch schlimmer als der Teufel. Wir haben einen Gartenzwerg. Ist der lebendig? Tipperary Pippin. Nein? Gut zu wissen. Moment mal. Okay, da reden wir wieder Pflanzen. Schöne Blumen. Was pflanzen sie hier sonst noch an? Ach, hier wächst alles Mögliche. Essbares, Brennbares, Strafbares. Wirklich? Was ist mit Ents? Oh ja, einer davon macht hier gerade irgendwo sein Nickerchen. Chuck, die Pflanze? Natürlich, das ist schließlich kein Kindergarten. Aber doch bestimmt kein Spaghettibaum. Oh, man kann sich hier vor lauter Spaghettibäumen kaum bewegen. Alles ist mit Tomatensauce vollgekleckert. Was? Was ist mit der Sonne passiert? Genau das wollten wir herausfinden. Dann kann ich euch vielleicht einen Tipp geben. Wirklich, das wäre wunderbar. Normalerweise ist sie um diese Zeit oben am Himmel. Wenn ich was verliere, sehe ich immer zuerst dort nach, wo ich es zuletzt gesehen habe. Wir sollen also am Himmel nachsehen? Genau. Ich habe draußen eine Leiter, falls ihr nach oben wollt. Ich schreibe es alles auf, Detective. Schöne Blumen. Achso. Jetzt hat man schon Pflanzen. Bodenthermometer. Ein Bodenthermometer? Aber hallo, die Erde darf schließlich nicht zu warm oder zu kalt sein. Es ist nicht gut, wenn die Erde friert. Und wenn sie Fieber hat, schwitzt sie mir hier alles voll. Faszinierend. Nimm es ruhig mit, wenn es dir gar so gut gefällt. Wirklich? Danke. Der Kräuter? Vorsicht, das ist Stinkfuß. Ich kenne keine Wurzel mit einem übleren Geruch und ich kenne sie alle. Ich habe gehört, dass ihr Amerikaner Souvenirs mögt. Warum nehmt ihr nicht was davon mit nach Hause? Und wenn ich nach Hause sage, meine ich bis zur Zollstelle. Danke. Aber halt es bloß vor deiner Flamme fern, sonst stänkerst du die ganze Gegend voll. So, Blumen. Mit diesen Blumen habe ich mal eine Horde Zombies in die Flucht geschlagen. Unglaublich, oder? Gießkanne? Kommt die Gießkanne bei all dem Regen oft zum Einsatz? Nein, ich nutze sie meistens als Fußbad oder Toilette, wenn es zu stark regnet, um ins Haus zu gehen. Nach Möglichkeiten nicht beides am selben Tag. So, der Gärtner. Die Sonne scheint aus zu sein. So ist es. Nicht gut für die Pflanzen, so ganz ohne Sonnenlicht. Natürlich nicht. Die brauchen gewisse Dinge, verstehst du? Zum Überleben. Ich verstehe. Pflanzen haben dieselben drei Grundbedürfnisse wie Menschen. Tatsächlich? Sonne, Wasser und jede Menge Reggae. Okay. Ja, du. Warum wirst du Zwergenhand genannt? Wegen meiner kleinen Hände. Auch wenn sie genauso groß aussehen wie deine.
Aber ich trage große Handschuhe. Zumindest für mich sind es große Handschuhe. Für dich wären es einfach nur Handschuhe. Das ist nur ein Beispiel, wie winzig Hände die Perspektive, wie winzige Hände die Perspektive auf die Welt verändern. Alles ist relativ. Okay, wir haben ein Bodenthermometer und stinkende Kräuter. Das stinkt! Ich habe in meinem Leben noch nie etwas Schlimmeres gerochen. Können wir damit das aufmachen? Damit müsste ich das Schloss knacken können. Mensch, unser McQueen ist ja wirklich begabt. Mal sehen, was wir daran finden. Komische Urs. Das ist dreimal der Buchstabe O mit einem Apostroph dahinter. Merkwürdig. Spielen das nicht gerade auf Iron öfters? Dieses Spiel, wo du hier diese Ringe wirfst? Wo kann sich irgendeine Nation noch entwickelt haben? Ist ja jetzt ein einfaches Spielprinzip. Aber mit den Apostrophen natürlich einfach nur der irische Sprache zugeschuldet. Fässer. In diesen Fässern wurde wohl das Eis aufbewahrt. Jemand muss gestohlen haben. Jetzt ist nämlich nur noch Wasser drin. Ja, Dule, genau. Also wir haben auch nur Fässer und die Ketten. Das könnte das Gruseligste sein, was wir jemals gesehen haben. Zumindest ist es locker in den Top 5. Was für eine abgefahrene Männerhöhle. Ich glaube nicht, dass man das hier eine Männerhöhle nennen würde. Warum nicht? Es ist eine Höhle und wir sind Männer. Sprache ist nicht so kompliziert, Detective. Sonst hätte ich mir gar nicht die Mühe gemacht, sie zu lernen. Okay, wir haben jetzt einzig allein diese beiden Sachen irgendwie neu gekriegt. Wofür? Können wir ihm das mal zeigen? Soll es das der Erzeugin zeigen? Sie ist ganz verrückt nach Buchstaben. Na gut, das ist doch ein guter Hinweis. Was ist das? Das kann nicht sein, diese Apostroph. Während wir abgelenkt waren, müssen sich als Dule verkleidete Odalis hereingeschlichen und den Sonnenstein entwendet haben. Diese Unholde. Was für Halunken. Lumpenpack. Schurken sind das allesamt. Die reinsten Scheusale. Das sind schlechte Menschen, versteht ihr? Wenn sie in die Sache verwickelt sind, haben wir ein Problem. Ihr müsst sie schnappen, hört ihr? Ich werde in den Wind pfeifen, damit der Butler weiß, dass er euch ins Haus lassen soll. Danke. Was für ein Ort, Detective. Ein Ort, an dem sich drei Diebe aufhalten. Finden wir sie. Drei, weil ihr drei O's jetzt gefunden habt? Ihr seid euch sicher, dass das im Haus ist? Na gut, wir reden das von Butler. Haben die Herrschaften einen Wunsch? Haben irgendwelche Odulis das Haus betreten? Wenn, dann haben sie es vor der Zeremonie getan. Denn seitdem habe ich keine Menschenseele herein oder hinausgelassen. Keine Menschenseele? Habe ich einen Oduli hereingelassen? Nein. Keine Menschenseele. Vielleicht ein Geist? Nein, keine Geisterseele. Niemanden. So. Wir haben eine Tafel. Was nicht kaputt ist, kann es noch werden. Dieses Motto könnte von mir sein. Standohr. Sie funktioniert nicht und von innen kommt ein seltsames Knirschen. Oh, das sollten wir uns mal aufmachen bei Gelegenheit. Mein Kronleuchter. Erinnerst du dich, als wir mit so einem Kronleuchter aus Versehen ein ganzes Haus niedergebrannt haben? Haha, die guten alten Zeiten. Was ich irgendeine Diebesvilla? Psst, Dooley. Ein Porträt von Tammy Dooley, die angeblich ein Jahr und einen Tag lang jedes Wort einer Fee mit einem Warum quittierte, bis sie von dieser frustriert zurückgelassen wurde. Ah, sehr gut. Wir können hinunter, wir können hinauf und wir können Erdgeschoss erkunden. Dann lass uns doch mal das Erdgeschoss hier erkunden. Achso, haben wir mit ihm gesprochen? Sorry. Ich bin froh, dass wir drin sind. Draußen war es kalt und meine Knie waren schon ganz zusammengeschrumpelt. Genau, unter den Knie. Bei diesen Sicherheitsvorkehrungen hätte ich ihn ausstehlen können. Okay, hier ist ein Banner. Das ist das zweitgrößte Banner, das ich je gesehen habe. Was war das größte? Aus einer
Doku über das Dritte Reich oder was? So, was haben wir denn noch hier Feines? Ein Altar. Von hier müssen die den Sonnenstein gestohlen haben. Wir sehen zerbrochenes Glas. Das zerbrochene Glas stammt wahrscheinlich von Diebstahl. Es könnte aber auch einen Notfall gegeben haben. Hackel? Ich habe das Gefühl, dass dieses Haus gegen sämtliche Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien verstößt. Ja, offenes Feuer ohne Abzug. Es sind nur Richtlinien, Detective. So etwas wie gut gemeinte Ratschläge. Dann gehen wir mal zum Flur. Siobhan. Das spricht man Shivon. Oh Gott, ich spreche es komplett falsch aus. Was? Siob ist Shi. Shivon. Shivon. Das B ist ja überhaupt nicht irgendwo. Das ist ganz stumm. Was für ein bedrohlicher Name. Es steht, dass sie ein Schloss ausgeraubt hat und mit der Beute aufs Meer geflohen ist. Dieses Haus ist so groß, dass man sich auf dem Weg zwischen den Zimmern auf Bänken ausruhen muss. Nee, nicht zu. Quatsch, das ist falsch vorgelesen und Sinn entstellen. Dieses Haus ist so groß, dass man sich auf dem Weg zwischen den Zimmern auf Bänken ausruhen muss. So, da gibt es Sinn. Schilder. 3 schicke Schilder. Ich könnte pro Hand höchstens einen davon tragen. Den dritten vielleicht im Mund. Bild? Ein Bild der Sonne. Sie muss ihnen wohl irgendwie wichtig sein. Ja, und wie jedes Kleinkind, was eine lächelnde Sonne im Bild in der Ecke malt, oben rechts, oben links. Vase. Detective, sprichst du es Vase oder Vase aus? Vase. Dann sind wir uns ja einig. Schubladen? Sieh mal, Detective, Sie haben sogar Schubladen, in denen Sie Staub und Spinnweben aufbewahren. Genau. So, wir kommen nicht weiter. Wir haben Gesellschaftszimmer. Porträt. Connor Dooley, einer der militärischen Anführer der Familie in den O-Kriegen. Ein Sessel. Am liebsten würde ich mich da reinsetzen und mein Jetlag ausschlafen. Dooley? Hier ist nicht besonders viel Platz für Gesellschaft. Kopf. Das sieht ein bisschen aus wie, du weißt schon, bis auf die Haut und das Fell. Unser Schulmaskottchen? Ja, stimmt, bis auf die Haut und das Fell. Möge er für uns alle röhren. Ja, ich glaube, warum auch im ersten Teil was passiert. Kaminfeuer. Was für ein gemütliches Feuer. Ja, und jetzt, da die Sonne nicht mehr da ist, wird es zum neuen Gott, der seinen Anhängern Licht und Wärme spendet. Bray zu sagen. Dooley, das sind die Worte eines Wahnsinnigen. Ruhe, zwing mich nicht, dich den neuen Gott zu opfern. Dooley? Hier ist nicht besonders viel Platz für Gesellschaft. Okay, mal schauen. So. Sehe ich erstmal hier nicht viele Möglichkeiten, was zu tun. Gehen wir wieder zum Flur und gehen mal ins Esszimmer. Abgeschlossen. Was für ein Monster würde mich aus einem Zimmer ausschließen, in dem es Essen gibt? Oh, armer Dooley. Dann lasst uns mal in den Keller gehen. Eine Uhr. Selbst eine kaputte Uhr zeigt zweimal pro Tag die richtige Zeit an. Ich verstelle diese Uhr systematisch, damit sie niemals die richtige Zeit anzeigt, sagt Petodooley. Petodooley, das Ohr muss ich aufpassen. Kühlschrank. Lässt der sich nicht öffnen? Der ist nur für Magneten, du weißt schon, diese kleinen Magnete, die es überall als Souvenir gibt. Wenn die Dinger nur einen vernünftigen Namen hätten, könnte ich es besser erklären. Jedenfalls ist das die Magnetwand. Die lässt sich nicht öffnen. Hände weg von meinen Töpfen. Woraus bestehen diese Pfannen? Aus Träumen. Wie schön sie glänzen. Ja, die Träume, Schrank. Was? Dieser Schrank ist tatsächlich voller Tassen? Wo ist das ganze Essen? Siehst du, gibt es auch eine Küche. Genau wie bei uns zu Hause, eine Familientradition der Dooleys. Mülleimer? Merkwürdig, da sind Teile einer Statue drin. Na, dann nimm sie mit. Okay. Platte. Hände weg, ich muss Wasser kochen. Für Tee? Was? Nein, um die Seele des Wassers zu befreien. Sieh dir an, wie sie in den Wasserhimmel fliegt.
machen sie sich um mich lustig? Ehrlich gesagt, weiß ich das selbst nicht so genau. Guten Flug, Wassergeister. Ofen? Der Ofen hat bestimmt einiges hinter sich. Meinst du, man könnte einen Hund dahinter hervorholen? Nein. Weise? Ah, man könnte die Speisekammer betreten. So, man kann aber auch mit ihr reden. So, nee. Doch, sie, oder? Obwohl, Pet. Das ist schwierig. Oh, beachtet mich gar nicht. Ich bin im Regen nass geworden. Also bin ich reingegangen, um mein Frettchen zu wärmen. Frettchen? Ich sehe kein Frettchen. Das hungrige kleine Monster sucht hier wahrscheinlich irgendwo nach einer dicken Wurst. Haben Sie irgendwelche auffälligen Personen gesehen? Und ab! Zwei Männer. Einer trägt einen Mantel wie ein Perverser und der andere ist angezogen wie ein kleines Mädchen. Sehr gut. Wo sind die hingegangen? Wir haben sie offenbar eingeschüchtert. Keine Sorge, meine Dame. Wir schnappen sie uns. Alles ist klar. Heißen Sie auch Pat? Familienname. Meine Geschwister heißen Patty, Patsy, Patrus und Patchouille. Aber Patty. Wir sind schließlich keine Fleischscheiben. Ach, Patty. Ah. Ich gehe lieber weiter. Diese Odules fangen sich sicherlich schließlich nicht von selbst. Vielleicht tun sie das. Sie sind nicht gerade die hellsten. Speisekammer. Okay, da haben wir ein Poster. Reib die Harze auf die Warze. Ich weiß nicht, warum er so fröhlich aussieht. Armer kleiner Kerl. Salz und Pfeffer. Pfeffer und Salz, Gott erhalts. Klassierter Schinken. Methonisch klassierter Schinken. Ich glaube, ich habe mich eingenässt. Mit Speichel. Butterschmalz. Dieses Haus ist ziemlich alt. Da könnte ein Schmiermittel sich vielleicht noch als nützlich erweisen. Mhm. Ein Baguette. Heute Morgen frisch aus Frankreich geliefert. Eine der kleinen Freuden des Lebens in Europa. Aber wenn das Problem ist schon am Anfang mit der Schiffanlandung, wie ist das mit anderen Waren? Haben wir noch ein Brotlaibe? Honigbrotscheiben. Gibt es hier auch irgendetwas ohne Honig? Eintopf. Die Reste eines Eintopfs mit Rinderfleisch und Honig. Wer würde davon etwas übrig lassen? Kisten. Kisten voller Bienen. Das erklärt den ganzen Honig. Frühenfass. Langsam habe ich das Gefühl, Honig bisher auf die falsche Weise verzerrt zu haben. Druidenfass. So, wir haben einen Speiseaufzug. Ich liebe dieses Ding. Früher bin ich darin immer zwischen hier und wo auch immer es hinführt, herumgereist. Moment, ich hab's weitergeklickt. Dule, zum letzten Mal, du warst noch nie hier. Also kannst du auch nicht in diesem Speiseaufzug herumgekrabbelt sein. Wenn hier einer rumkrabbelt, dann bin ich das. Trevor Odule. Ups, ich meine, was auch immer dieser kaputte Aufzug sagen würde. Kaputt, was? Ja, deshalb bin ich auf der Flucht und nicht bereits geflüchtet. Ein Zahnrad ist kaputt und jetzt stecke ich fest. Ich glaube, wenn wir ein Zahnrad finden, können wir den Kerl da rausholen und festnehmen. Alles klar, ich erinnere mich, dass hier irgendwo Zahnräder waren. Höchstwahrscheinlich. Okay, hier irgendwo bestimmt nicht in der Lagerraum. Pet. Okay, sagt nichts. Zahnräder. Haben wir aktuell nur die Möglichkeit, nach oben zu gehen. Und was uns hier oben erwartet, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Landeturm. Tschüss.